Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Advance Wars. Dark Conflict. Wir stehen im 25. Kapitel. Und ja, uns erwartet uns eine Mission, die ziemlich, doch etwas krass ist, würde ich so sagen. Und ich muss mir jetzt mal gucken, wie ich das hier am besten mache, weil das ist dann doch ein bisschen krass, würde ich sagen. Der Jäger, der kommt da noch nicht hin, okay. Wobei, er würde da doch hinkommen. Ja, wenn die beiden angreifen, habe ich jetzt ein kleines Problem. Weil ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie den hier so ein bisschen schützen kann. Ja, habe ich jetzt ein bisschen... Ja, wobei, dann würden die ja kommen. Okay, ich mache das so. Genau. Also das sollte ich erstmal schaffen, ne? Ja, okay. Dann ist der schon mal weg, glaube ich mal. Perfekt. So, weil das wird jetzt wahrscheinlich die entscheidendste Runde hier sein, weil tatsächlich bin ich überrascht tatsächlich, wie dann doch das gar nicht mal so schlecht läuft hier. Muss ich doch gestehen hier. Also ich hätte gedacht, das würde definitiv schlechter laufen hier, das Ganze, aber okay. So, das Einzige, wo sie mir echt Probleme bereiten könnte, das sind mit ihren Jägern und Fliegern. Das sind die einzigen, die mir wahrscheinlich etwas mehr Sorgen bereiten hier. Aber wie gesagt, ich muss jetzt den Jäger hier hinstellen, weil der muss einen Schutz geben. Beziehungsweise, na gut, den kann ich immer noch angreifen. Warte mal, dann ziehe ich dich nochmal hier auf den Ding. Dann, warte mal, wie weit kannst du fliegen? Du kannst 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, dann klappt das. Dann können wir das so machen. Dann selbst wenn er den, den hier angreift, dann können wir das auch so machen. So, jetzt muss ich nur gucken, weil mir der nicht gefällt. Deshalb würde ich sagen, dich ziehe ich erst nochmal doch lieber zurück. Und mit dem Jäger, da schieben wir den hier auch zurück. Wie gesagt, die können ja jetzt beide dann ruhig auf den da gehen. Oder, warte mal, der kann von dem und von dem angegriffen werden. Dann, ja, ich glaube, wenn ich mich da einstelle, wird er auch von allen angegriffen. Jetzt ein bisschen doof tatsächlich. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das hier am schlauesten mache. Also den hier besiege ich auf jeden Fall nochmal, das ist klar. Den hier eliminiere ich noch, was auch immer der hier vorhat. Dass ich den noch eliminiere, sollte klar sein. Und jetzt muss ich schauen. Jetzt habe ich tatsächlich keine Idee, wie ich das am besten hier mache. Dann müssen wir den Jäger ja tatsächlich sogar da lassen. Aber mir bleibt tatsächlich nichts anderes übrig als, ja gut, der wird weg sein. Da darf ich keine Landeinheit hinstellen. Oder warte mal, du gehst auch nochmal ein Stück beiseite. Ich kann dich leider nicht mehr heilen, aber dann machen wir das so. Dann habe ich erstmal den hier geschützt. Genau, dann kann ich den ja noch besiegen direkt hier mit dem Jäger. Und dann hat er sogar nochmal eine Stufe höher. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr Verteidigung. Und dann schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen, würde ich sagen. Wie weit kommt der? Die kommen da noch nicht so weit, ne? Ach, das eine Feld kommen die da noch hin, tatsächlich. Würde ich mal sagen, ziehe ich den Jäger hier auch schon mal in die, hier hin. Ja gut, der käme da nicht hin. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen, was er jetzt hier, was sie jetzt hier macht. Das ist hier immer noch eine Sie, die gute Larissa. Gut, bauen kann ich nichts mehr, deshalb ran ans Werk. Okay, der greift den Pack schon mal an. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Okay, ja gut, den darfst du gerne eliminieren. Das ist mir okay. Und das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr gut, dass du darauf reingefallen bist, meine Gute. Meine Liebe. Flack, okay. Das finde ich sehr schön, dass du darauf, in meine Falle reingetappt bist. Das finde ich sehr, sehr schön. So, weil den sollte ich definitiv eliminieren. Und dann kann ich den Jäger hier nutzen. Um dich dann zu... Ja. Oder, warte mal. Ach, den hatte ich auch noch gehabt. Oh, hätte ich das gemerkt, ey. Dann hätte ich den anderen genutzt. Dann hätte ich mit dem anderen den Jäger angegriffen. Na, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Egal, was soll's. Ich glaube, viel hat er ja sonst... Der hat doch da einen Jäger und hier unten noch ein paar Jäger. Okay, ja gut. Aber jetzt werde ich natürlich erstmal... Ja, jetzt gehe ich natürlich richtig in den Angriff drauf. Greife ich dich an. Ja gut, hat jetzt nicht so viel abgezogen, aber okay. Mit dich greife ich hier an. Oh, ich merke schon wieder. Ich habe schon wieder ein paar kleine Lags hier. Das gefällt mir weniger.
Nur was mir jetzt aufregt, das ist der Typ hier. Das ist der hier. Boah, da muss ich auch aufpassen hier, die Reichweite hier. Den hier kann ich noch angreifen, besser gesagt. Genau. Dann würde ich sagen, greife ich nochmal den hier an. Okay, wir könnten die Gabe einsetzen. Ich glaube, das werde ich in der nächsten Runde definitiv tun. Das würde ich sagen, tue ich in der nächsten Runde auf jeden Fall. So, und bauen kann ich leider nichts mehr tatsächlich. Jetzt muss ich eigentlich mich gedulden hier. Warte mal, der kann da noch hinkommen. Würde ich ja mal sagen, ich schieb nochmal den Jägerlein nochmal hier hin, weil da will ich nicht, dass er da angreift. Das will ich ganz und gar nicht. Und hier bauen wir dann auch nochmal einen Pack, würde ich sagen, genau. Ja, und ansonsten heißt es für uns jetzt wieder hier warten, tatsächlich. Jetzt, joa, wird's eklig werden gleich. Genauso auch generell hier, weil es schon wieder laggt, was mir nicht gefällt. Aber sie ist schon wieder sehr, sehr ängstlich, habe ich so das Gefühl. Die zieht sich eher mehr zurück, als dass sie, dass sie angreift. Aber das finde ich gut. Weil sie immer wieder eine Blockade baut. Und jetzt schon wieder da. Ich komme da nicht durch, ey. Ich komme da echt nicht durch, wenn das so weitergeht hier. Da komme ich echt nicht durch. Das gefällt mir definitiv nicht, muss ich gestehen. Das gefällt mir ganz und gar nicht, wenn das so weitergeht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wie weit kommt der zu weit? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Bist du jetzt erstmal weg hier? Hier kommen wir noch näher dran. Mit dir würde ich sagen, gehen wir uns gleich mal heilen. Aber doch, in die untere komme ich hier. Okay. So, und da kann mich noch der angreifen. Okay, dann, ja, muss ich mich da aber auf jeden Fall bewegen. Vielleicht kommt er mit seinen, Jägern noch nicht so weit. Okay. Dann ziehe ich den hier nach hinten. Da kann er mich ja leider auch angreifen. Leider. Bombe habe ich ja noch. Kommt mit seinen Jäger, mit seinen Flieger noch nicht dran. Und ich würde sagen, mit dir gehe ich gleich mal da hoch, damit ich dem da Nachschub geben kann. Und ich glaube, ein Raketenwerfer wäre tatsächlich auch noch gar nicht mal so schlecht. Na, warte mal. Ich habe den dich da oben. Dann ziehe ich dich ein bisschen hier runter. Genau. Aber dann ist das Feld immer noch nicht geschützt. Ja, okay, nee, da muss ich dann noch warten. Geht das leider nicht. Oh Gott, auf die Walze den Co. Na, das kann ja was werden. Co gegen Co. Autsch. Ja, wer da den Erstangriff hat, der ist leider stark im Vorteil tatsächlich. Der ist da echt leider im Vorteil, muss ich gestehen. So, ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für die Gabe tatsächlich. Vorwärts. Boah, ist das krass hier, ey. Ist das krass hier. Wenigstens habe ich jetzt eine kleine Durchfahrtsschneise, sehe ich, sodass ich den da angreifen könnte. Zumindest diesen hier. Und das könnte ich auch tun. Das ist nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr hier. Also ich glaube, dieses Kapitel wird uns noch etwas länger beschäftigen, als mir wohl lieb ist. Wobei, dann bist du wenigstens schon mal so weg. Ich komme zu dem nicht hin. Ich muss den da besiegen, aber... Ja, ich muss den da besiegen. Das bleibt mir nicht... Mir bleibt da nichts anderes übrig. Ich muss den, diesen Raketenwerfer eliminieren. Damit ich gleich dann noch den hier eliminieren kann. Mir bleibt da nichts anderes übrig. So, mit dem Bomber greife ich... Oh Gott. Oh Gott. Selbst Bomber reicht da nur, um den zu halbieren, den Gras, ey. Und das wird, glaube ich, auch nicht reichen, ne? Nein, das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch echt nicht sein. Ich komme nämlich nicht mehr an den da hin. Und jetzt komme ich... Oh, ich komme noch an den Flak. Sehr schön. Sehr schön, ich komme noch an den Flak. Puh, ich komme doch noch an den Flak. Okay, dann ist ja nochmal gut. Dann ist ja nochmal gut. Leider kann ich mich mit einer Flugeinheit nicht da drauf stellen, was ich
etwas schade finde, aber okay. Komme ich so leider nicht hin. So, du gehst dann noch einen nach dahin. So, was bauen wir hier? Hier bauen wir einen Jäger, genau. Alter Schwede, ich sag ja, das ist der Grund, warum ich dieses Kapitel so hasse, ey. Das ist echt der Grund, warum ich dieses Kapitel so hasse. Es ist absolut übel. Richtig, richtig übel ist dieses Kapitel. Aber mehr kann ich tatsächlich auch nicht tun hier. Mehr kann ich hier leider auch nicht tun, tatsächlich. Mehr kann ich hier auch wohl nicht mehr tun. Okay, was macht sie jetzt? Okay, da geht sie auf den. Okay, ist jetzt noch nicht mal so shitty. Ja gut, dass der Bomber wohl gleich hier das zeitliche segnen wird, das war mir klar. Aber ich musste halt, wie gesagt, den Raketenwerfer da weghauen, weil sonst geht der mir noch länger auf die Nerven. Und ja, das wäre dann echt groß gewesen. Ich musste mich jetzt um den kümmern. Da blieb mir jetzt echt nichts mehr anderes übrig, leider. So, jetzt ist auf jeden Fall erstmal du hier weg. Drecks-Co-Panzer da. Will ich hier nicht sehen. Will ich hier ganz und gar nicht sehen. Du haust ab. Dich kann ich leider, mit dir kann ich leider niemanden angreifen. Nee, kann ich leider nicht. Und mit dir auch nicht, nee. Ich brauche auf jeden Fall wohl einen Raketenwerfer. Den baue ich auch schon mal. Die Jäger sind da noch aufgestellt. Dann würde ich sagen, lasse ich die Jäger auch mal da. Du kommst zurück. Genau. Da greife ich dann nämlich dich hier an, damit du hier keinen Ärger machst. Damit du hier schon mal gar keinen Ärger machst hier. Du kommst zurück. Ach, jetzt hat da noch eine Artillerie stehen. Das kann doch nicht sein hier. Das kann doch echt nicht sein. Ja, da muss ich es mit meinem Jäger tun. Er hat zwar da auch noch ein paar Jäger stehen, aber dann habe ich auch noch meinen Jäger da. Weil dieser Flak muss da jetzt erstmal, dieses Drecksteil da. Da kann er mich leider erwischen. Das ist doof. Wie weit kommt er mit den Jägern? Oh, gar nicht mal so weit. Gar nicht mal so weit kommt er mit den Jägern. Okay. Wobei er da auch noch so ein Drecksteil da stehen hat. Puh, ist das heftig hier. Das ist heftig. Das ist der richtig schön heftig hier. Immer noch zwei. Krieg ich den so besiegt? Ja, kriege ich, okay. Da schon mal seine Basis weg. So, dann darfst du dran glauben. Und dann darfst du dran glauben. So. Schon mal besser. Er wird natürlich wahrscheinlich seine Jäger gleich nutzen. Aber das ist okay, weil dann schiebe ich den hier noch ein Stück nach vorne. Und dann dürftest du zumindest den Bomber, der wäre geschützt. Der Bomber wäre geschützt. Dann schiebe ich dich noch dahin. Ja, mit dir kann ich tatsächlich jetzt wenig tun. Ja, machen wir das hier einfach. Bringt zwar jetzt nicht so viel, aber naja. Wobei wenigstens, dass es da noch mal ein bisschen Punkte dafür gibt. Alter Schwede, hier ist das ein übles Kapitel hier, muss ich sagen. Ist das ein übles Kapitel hier? Ein richtig, richtig, richtig übles Kapitel hier. So, dann können wir dich hier auch gleich mal mitnehmen, tatsächlich. Das ist auch schon wieder ohne Ration. Oh Gott, das wird noch übel hier. Das wird noch richtig übel. Okay, was das jetzt soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur, um die Munition runterzuhauen. Verteidigst dich weiter? Okay. Okay, was das jetzt soll, weiß ich nicht. Aber okay, dass du dich weiter verteidigen willst. Alles Klärchen. Muss ich ja nicht verstehen, aber okay.
Ja, das sollte wohl klar sein, dass ich hier jetzt diesen Bomber angreife. Beziehungsweise eher diese Walze. Und dann sollte ich jetzt schnell gucken, dass ich gleich mit einer Infanterie zu dieser Basis komme. Sollte ich unbedingt gleich schauen. So, dich erledige ich erstmal hier, was auch immer du vorhast da. Dann würde ich sagen, du kommst erst nochmal zurück. Da stelle ich den Jäger drauf. Komm mit der ein Stückchen weiter nach vorne. Du kommst auch hier hin. Dich schiebe ich mal zurück, damit du dich mal heilen kannst. Die Jäger hat er noch zurückgezogen. Okay, die würden mich dann nicht angreifen. Höchstens der hier, wenn ich mich da einstelle, weil ich will nochmal einen Bomber bauen. Ich will nochmal eins Bomber bauen. So. Wird wahrscheinlich erst nächste Runde soweit sein, dass ich zu ihm hinkomme, aber wenigstens so. Und da würde ich sagen, baue ich dann auch nochmal einen Krat vorsichtshalber. Mal, das könnten wir ja so machen, genau. Und dann können wir denen hier nochmal alle Ration geben, genau. Verteidigung haben wir ja, also Luftmeisel, ihr merkt schon, Luftmeisel sind hier echt, echt keine so gute, schlechte Idee, wenn man die hier baut, tatsächlich. Luftmeisels lohnen sich hier wirklich. Lohnen sich hier wirklich. Aber ich bin tatsächlich überrascht, dass sie so auf Verteidigung mehr geht und weniger auf Angriff. Also richtig viel Angriff macht sie tatsächlich nicht. Was ich echt ein bisschen komisch finde, aber okay. Schade, den erreiche ich nicht. Dann erreiche ich dich wenigstens so. Wo hat der da noch was? Der hat da dieses Teil hier. Okay. Dich erreiche ich da leider nicht. Das ist schade, aber okay. Dann nutze ich mal den Bomber hier, um dich zu zerstören. Und ich muss Flachs bauen, merke ich gerade. Wie weit kommst du? Du kommst bis dahin. Okay. Ich kann mich hier nicht erwischen. Dann würde ich mal sagen, mache ich das so. Sehr schön. Dann schieben wir dich mal zurück. Wegen Ration. Nebenein. Komm so ein bisschen nach. Das tue ich besser nicht. Wegen dem hier und wegen den hier. Die könnten die beiden angreifen, aber das kann er ruhig gerne tun. Dann ist er in Distanz zu meinen Flachs und zu meinen ja, Jägern und Dingsbums da. Wisst schon, was ich meine. Würde ich auch sagen, baue ich auch nochmal eine weitere Walze. Du gehst, wie gesagt, nicht gleich heilen. Ja, also es wird noch wahrscheinlich ziemlich anstrengend werden. Oh, wir sind gleich wieder bei Partende. Das geht immer so schnell hier tatsächlich. Das geht immer so schnell hier. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, selbst wenn er mit dem Bomber angreift, dann würde er immer noch nicht hinkommen. Bei, eventuell schon. Eventuell schon. Das ist jetzt doof. Eventuell schon. Ah, ich hoffe jetzt, dass er es mit dem Jäger oder ich schieb den dahin. Gut, der kriegt zwar die zwei Schaden, dann wahrscheinlich von dem Ding die ein, zwei Schaden, aber okay. Der kann ihn zumindest nicht erreichen, okay. Ja, den mache ich besser, das mache ich besser nicht. Das mache ich besser nicht, nee, nee, nee. Wobei, mit so einem den hier, naja, nicht so wirklich. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich schiebe nochmal den Pack dahin, aber klappt auch nicht so ganz. Aber wie gesagt, wenn er mit den Fliegern dahin kommt, dann ja, habe ich ja immer noch meine Luftmeisels da stehen. Habe ich ja immer noch meine Luftmeisels da stehen. Aber er macht... Okay. Okay, dann machst du das so. Das ist mir auch okay, weil wie gesagt, meine Luftmeisels sollten dahin kommen. Was ist das Übel hier? Ist das ein übles Gefecht, sage ich euch. Wobei, der natürlich nicht, aber der zum Glück. Dann gehe ich natürlich auf den hier. Ist ja wohl klar hier. Weil dieser Koflieger ist auch nicht zu unterschätzen hier. Ganz und gar nicht ist der zu unterschätzen. Nee, kann mich nicht erwischen. Okay. Dann bist du weg. Und dann bist du hier auch weg. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ihr vereinigt euch mal. Das ist eine gute Idee.
Das machen wir so. Die Basis ist eingenommen. Jetzt hat er da noch ein paar Flachs stehen. Gefällt mir schon wieder gar nicht hier. Gefällte mir schon wieder gar nicht steht, dass er da schon wieder so ein paar Flachs stehen hat. Meinen Jäger kann ich auch nicht einfach so abziehen. Oder wobei, ein paar Jägerchen habe ich ja noch. Dann schiebe ich mal den hier hin. So, Bomber kommt dahin. Mit euch kann ich hier relativ wenig noch machen. Walze kommt nach. Geld haben wir nicht so viel. Ja gut, den könnte er zumindest noch so erwischen, tatsächlich. Ich baue hier... Was mache ich denn noch? Ein Luftmeißel wahrscheinlich nochmal. Ja genau, ich baue noch einen Luftmeißel. Weil er macht mir doch ein paar zu viele Flugzeuge. Ich mache doch ein bisschen zu viele Flugzeuge hier. Vor allen Dingen hat er auch nicht mehr so viel Sprit. Aber wie gesagt, sie verteidigt sich eher. Also sie hat ein bisschen Respekt, habe ich das Gefühl. Weil eigentlich könnte sie sehr schnell angreifen und das könnte mir sehr, das könnte sehr ekelhaft werden, wenn sie noch weiter angreift. Aber warum sie das nicht tut, weiß ich nicht. Aber okay, muss ich ja mal so verstehen. Muss ich ja dann so mit leben, ne? Aber ich sollte mich ja nicht darüber beschweren. Ist ja in Ordnung. Ist ja tatsächlich in Ordnung, wenn sie meint, nicht angreifen zu müssen. Die haben beide keine Munition mehr. Dann machen wir das so. Du kommst dahin, wo die Walze hier steht. Genau. Gibst du Rationen? Dich lassen wir hier mal dahin fahren. Ja, da muss ich noch aufpassen. Ja, wobei, dich können wir jetzt hier nochmal zum Heilen nutzen. Weil, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, warum ich da unbedingt heilen müsste erstmal. Das wüsste ich dann erstmal noch nicht. Hier. Alter Schwede, das wird noch krass werden. Ich denke mal, noch ein, zwei Parts werden wir hier sitzen. Tatsächlich ist es ja im Übrigen, habe ich noch gar nicht vergessen zu erwähnen, der 30. Part. Und damit haben wir, haben wir Advance Wars 1, 2 und Dark Conflict eingeholt. Weil die waren ja alle, nicht da Konflikt, du als Strike, wollte ich sagen. Weil die hatten ja alle so um die 30 Parts und die haben wir jetzt. Und ein bisschen wird es hier noch gehen. Wird noch krass werden, tatsächlich. Hier wird noch krass werden. Gut, was macht sie jetzt hier? Geht sie weiter auf Distanz? Ne, jetzt geht sie in den Angriff. Okay. Zumindest den einen Angriff. Okay, und viele von diesen komischen Teilen. Okay, muss ich ja nicht verstehen. Passt sich aber gut, da können wir die beiden vereinigen und dich wahrscheinlich eliminieren. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hahaha. Es ist echt bitter, wenn sie hier so zwei Flachs hat und da oben einen, das ist echt, ja, eklig, muss ich sagen. Da zwei Flachs und ein Bomber da zu stehen zu haben. Das ist echt eklig da. Gut, denen geht's nicht mehr so gut tatsächlich. Die könnte ich ja vielleicht nochmal ein bisschen, bedrohen. Könnte man ja fast sagen, wenn ich den hier noch ein bisschen weitergehe. Zur Not habe ich ja immer noch meine Luftmeißels hier stehen, die ja noch abwehren können. Im Flak kommen wir mal ein bisschen dahin. Ja, könnte man schon mal hier bereithalten. Na gut, da hat sie noch einen Flak stehen. Das wird mir auch nicht so viel bringen, tatsächlich. Ja, du gehst zurück. Dich da in vorderster Front will ich nicht stehen haben. Gehst du mal dahin. Und dann haben wir noch einen Pack. Ich stelle dich mal dahin. Und wir haben noch Geld, das ich für einen Jäger nochmal ausgebe, genau. Okay. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part von Advance Wars Dark Conflict. Bis dann und tschüss, euer Jake.